Hallo ihr Lieben und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute meine Herbst-Must-Haves für euch, denn der Herbst hat jetzt ja mittlerweile schon begonnen und ich finde, im Herbst verbringt man auch sehr, sehr gerne mal Zeit zu Hause im gemütlichen, warmen Zimmer mit ein paar Kerzen und so, dass alles gemütlich und kuschelig ist. Und deswegen wollte ich jetzt euch mal meine Favoriten für den Herbst zeigen. Wenn ich mir dann so einen gemütlichen Herbsttag zu Hause mache, gibt es drei Dinge, die bei mir überhaupt nicht fehlen dürfen. Und das erste ist ein leckerer Tee. Ich trinke total gerne die Tees von Alnatura, die haben ja auch eine riesengroße Auswahl. Und zurzeit habe ich die Sorte Momente der Entspannung. Und den finde ich auch richtig lecker, gerade so um den abends zu trinken. Und was ich gerade neu ausprobiere, ist ein Tee von Kusmi Tea, der aus Paris kommt. Die Marke kennen bestimmt einige von euch und ich habe auch schon sehr viel von der Marke gehört, aber bin irgendwie noch nie dazu gekommen, den auszuprobieren, weil der ja leider auch sehr teuer ist. Aber in der aktuellen Glamour-Zeitschrift gibt es so ein kleines Teedöschen mit dazu, was ich sehr cool finde. Deswegen habe ich mir die Zeitschrift auch sofort gekauft, als ich das gesehen habe. Es gibt irgendwie drei verschiedene Sorten von dem Tee, der in der Zeitschrift mit dabei ist. Und ich habe mir die Sorte Detox ausgesucht. Und ja, ich habe den heute Morgen auch schon mal probiert. Ich finde, der schmeckt wirklich auch sehr lecker. Also ist halt eher so ein Kräutertee. Und ich bin froh, dass ich das jetzt endlich mal ausprobieren konnte. Und für den Preis könnt ihr euch das ja auch mal überlegen, ob ihr euch den kauft im Zusammenhang mit der Zeitschrift. Die nächste Sache, die bei mir auf keinen Fall fehlen darf, sind Kerzen. Ich finde das total schön, wenn man einfach, wenn es ein bisschen kälter wird, Kerzen in seinem Zimmer anzündet und alles ist dann gleich viel gemütlicher. Und ich habe für mich neu entdeckt die Marke Heart and Home. Ich würde sagen, die sind so ähnlich wie die Yankee Candles, nur ein bisschen günstiger. Ich finde auch die Verpackung total schön. Die haben immer so einen Metalldeckel, der mit dem passenden Muster zu der Duftrichtung ist. Und ich habe schon eine in Lavendel gehabt, die ist komplett schon leer. Und jetzt habe ich mir noch eine in Magnolienblüte gekauft. Die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Größen und natürlich in verschiedenen Duftrichtungen. Und die kann ich euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr eine gute Kerze sucht, aber nicht ganz so viel Geld ausgeben wollt wie für die Yankee Candles. Und was natürlich auch immer geht, finde ich, sind von IKEA die ganz normalen Vanillekerzen. Immer wenn ich bei IKEA bin, nehme ich mir davon auch gleich ein paar mit, weil ich finde, Vanillekerzen gehen immer. Ich mag den Geruch total gerne und die von IKEA finde ich auch perfekt dafür. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach am besten und deswegen, falls ihr zu IKEA kommt, könnt ihr da ja gerne mal drin riechen. Für mich darf dann an so einem gemütlichen Tag auch immer ein gutes Buch nicht fehlen. Und als richtiges Buch lese ich gerade Big Magic von Elizabeth Gilbert. Da habt ihr bestimmt auch schon was von gehört. Ich habe das sehr oft gesehen in anderen YouTube-Videos, vor allem in englischsprachigen. Und ich habe mir das jetzt auch auf Englisch gekauft. Und ich bin noch nicht sehr weit, aber bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Und das ist einfach so ein Buch, was man zwischendrin total gut lesen kann und was man auch schnell wieder einfach mal weglegen kann, wenn man los muss oder sonst was. Deswegen ist das eine gute Lektüre für zwischendurch. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich gerade irgendwie total Hörbücher für mich entdeckt. Ich habe früher nie richtig Hörbücher gehört und fand das auch irgendwie immer nicht so toll. Ich mochte es lieber dann, das Buch richtig selber zu lesen. Aber jetzt höre ich auch total gerne Hörbücher, auch auf dem Weg zur Uni oder so. Kann man das ja total gut machen und spart damit auch irgendwie Zeit, beziehungsweise nutzt die Zeit sinnvoll. Und das Hörbuch, was ich gerade zurzeit höre, ist Zero von Mark Ellsberg und ich habe auch schon das Buch Blackout von ihm gelesen und war sehr, sehr begeistert davon. Und jetzt bei Zero bin ich jetzt auch schon bei der Hälfte und finde das auch wirklich super, super gut. Also guckt euch die Bücher auf jeden Fall mal an. Blackout und Zero sind auch beides Spiegel-Bestseller und ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr auf der Suche nach einem guten Buch gerade seid. Deswegen guckt da auf jeden Fall mal und schaut euch das an, beziehungsweise lest euch mal den Inhalt durch. Das sind wirklich super Bücher, die ich nur empfehlen kann. Was ich im Herbst auch immer brauche, sind kuschelige, warme Pullis, denn ich bin jemand, dem immer total schnell kalt ist und ich könnte auch jetzt schon meine Winterjacke anziehen, aber ich versuche das noch so ein bisschen hinauszuzögern und jetzt noch mit einer Lederjacke rumzulaufen und natürlich einem dicken Schal. Aber was ich total gerne mag, sind halt schöne, dicke Pullis und da habe ich einmal mir diesen hier von H&M letztens gekauft. Der ist grau und hat unten aber so richtig wunderschöne Spitzendetails. Ich zeige euch den gleich auch nochmal angezogen und hinten ist auch noch so eine schöne Schleife am Rücken und das ist wirklich der perfekte Pulli, finde ich. Der ist auch total weich und sieht halt richtig, richtig schön aus. Und ja, das ist, glaube ich, mein liebster Pulli dann für diesen Herbst.
Was ich ja eben schon gesagt habe, ist, dass mir immer total schnell kalt ist und deswegen darf ein großer Schal bei mir nicht fehlen. Und ich habe hier meinen liebsten Schal, und zwar ist der von Zara aus dem letzten Jahr. Aber ich habe auch noch weitere Schals von Zara und die mag ich alle total gerne, weil die alle richtig weich sind und richtig dick und groß, sodass man sich da richtig schön mit einmummeln kann. Und deswegen, falls ihr auf der Suche nach einem Schal seid, dann guckt mal bei Zara vorbei. Die haben eigentlich echt immer richtig schöne Designs und wie gesagt, die sind halt warm und damit perfekt geeignet für den Herbst. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Sache, die ich euch zeigen möchte. Und zwar sind das diese Gummistiefel bzw. Chelsea Boots hier von Hunter. Die sind vorne matt schwarz und hinten in einem Bordeaux-Rot und mir gefällt die Farbzusammenstellung total gut, gerade auch weil mein Schal, den ihr eben gesehen habt, ja auch dunkelrot ist und das dann immer total gut zueinander passt. Und ich finde, die Schuhe sind super bequem, die halten auch ein bisschen warm und es ist natürlich total praktisch, dass das eigentlich Gummistiefel sind und man somit dann bei Regen und bei jedem Wetter einfach draußen rumlaufen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass man nasse Füße kriegt oder dass die Schuhe dreckig oder nass werden, denn hiermit kann einem das nicht passieren und deswegen liebe ich diese Schuhe schon sehr und der Herbst kann mir damit nichts mehr anhaben. So, und das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ich euch vielleicht ein bisschen inspirieren konnte. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Herbst-Must-Haves sind, denn das würde mich natürlich sehr interessieren. Und auch wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!